Es ist Donnerstag, der 10. August, 19.27 Uhr und wir werden Polizei im Stream uns angucken. Und nein, ich habe nicht das Desktop-Audio gerade vergessen. Niemals, sowas würde ich niemals tun. Wir gehen in die Folge 216. Let's go. Hallo, hier ist der Toro Boomer und wir schauen uns jetzt die Twitch Clips Germany Clips an. Mit allen tollen Content-Creatern außer mir. Und deswegen gehen wir trotzdem rein. Ein bisschen sehr laut. Ich wollte eigentlich gerade nur sagen, wir hatten erst vor kurzem über Boomer geredet und ich finde, wenn er wirklich ein Boomer ist, ich weiß gar nicht, ob Toro wirklich vom Alter her ein Boomer ist, I don't know, aber wenn, dann gebe ich ihm das gleiche Kompliment, wie ich meinen Eltern gegeben habe, du bist ein cooler Boomer. Okay, so, hier muss ich ein bisschen weiterfahren. Okay. Die Zeit. Okay. Gesundheit. Entschuldigung. Das war schon ein sehr cuter Nisa. Das war schon ein sehr, sehr, sehr cuter Nisa. Halt, stopp! Das ist ab. Jetzt würde ich gerne so ein Remote Control mit einem Joystick und dann Planning an Airstrike. Na, ja. Einfach das Essen geklaut, so eine Frechheit. Also ja, deswegen, ich glaube, Klassenkameraden von mir haben ein Bild von mir damals mit... Bitte. Da hat sich die Kamera aber ganz schön verabschiedet. War echt überraschend. Und dann so, what? Wie gesagt, immer noch einer der Gründe, warum ich niemals streamen würde mit Leuten in meinem Zimmer. Niemals. Oder. Deswegen würde ich niemals meiner Tür meinen Rücken kehren, wenn Leute da sind. Niemals. Niemals. Wann spielen wir das oder nie? Nein. Heißt ja, dass Frauen... Passt auf, ihr müsst mir jetzt mal zuhören. Alle sagen ja immer, ja, du kannst nichts außer Brüste. Und wenn du Brüste, du hast nur Erfolg, weil du Brüste hast. Und dann habe ich mir mal gedacht, ich so, ich brauche eine dritte Titte. Weil mehr Brüste geben mehr Geld. Und deswegen spare ich jetzt. Und Kelvin hat mir einfach eine dritte Titte-Spardose gemacht. Und falls der Nippel mal nicht gut ist, dann haben wir einen Ersatznippel. Wie cool. Im Internet gibt es alles zu kaufen. Im Internet gibt es alles zu kaufen. Alles. Dankeschön für den Follow, by the way. Warum gibt es alles? Warum gibt es alles? Ich. Also, I mean. Immerhin schaut es gut aus. Normales Souvenir aus Amsterdam. Wie aus Amsterdam. Meinst du wegen dem Rot? Da gibt es doch ein Rotlichtbezirk. Meinst du deswegen? Warum denn nicht aus Hamburg? Ha? Ha? Der Internet ist vor. Mhm. Cool ist das. Nee. Das ist eine sehr große Spinne. Nee, Ameisen sind halt nämlich nicht. Termitbrocken kann ich eher nehmen. Nico? Ja. Das ist eine sehr, sehr, sehr große Spinne. Ich habe da so eine Wolfsspinne direkt vor meiner Nase bei der Forschungsstation. Nee. Irgendwas habe ich gerade gehört. Was denn? Weiß nicht. Da rechts von uns, Bär. Ja, komm! Oh, oh Gott! 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 Ah! Average Bear in Skyrim, das war aber nicht Skyrim. Das war Red Dead Redemption 2. Der wollte nur kuscheln. Ach, so funktioniert das. So kuschelt man mit Menschen, das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass man sie zerfleischt, wenn man mit ihnen kuschelt. Aber das werde ich mir das nächste Mal merken. Danke für den Tipp.
Aber kann man mittlerweile Motions... By the way, ihr dürft auch immer gerne klippen, wenn irgendwas passiert. Ich wollte es nur mal so mitten in eine Reaction einwerfen, weil ich dachte, es wäre gerade ein guter Zeitpunkt. Mein Gehirn sich gerade das gedacht hat, es muss gerade irgendwelche Dinge rausschleudern. Haben wir uns vorhin darüber unterhalten, dass ich mich ständig ablenke? Ja, genau deswegen. Genau das ist mein Gehirn. Mein Gehirn ist immer so, yo. Du hast gerade diesen Gedanken und du musst ihn gerade rausbringen. Let's go. Lassen wir uns Spyro weiter anschauen. Sickness ausmachen, Jack? Kann man Motion Sickness ausmachen? Hast du nicht so einen Schalter? Ja. Oh no. Ich wollte eigentlich nur gerade fragen, hast du nicht so einen Schalter in deinem Kopf, wie man das machen kann? Also ich habe so einen Schalter in meinem Kopf, der sagt einfach so Motion Sickness aus. Plopp. Oh nein, sieh aus. Und ich habe Angst. Ich weiß schon, was kommen wird. Das haben alle Leute gesehen, die sich... Das hat Gronkh gesehen. Genau das hat Gronkh... Das hat Gronkh gesehen, beispielsweise. Das haben alle gesehen. Das haben die Floyds gesehen. Okay. Gut, das haben die Leute... Okay. Well, ich glaube, das kenne ich. Ist das das Otto Benjamin Theroding? Ja. Ja, so ist es gut, Otto. Aber den Rüssel lasse ich draußen, ja? Klar, ich will doch nicht, dass du dir wieder den Rüssel brichst, Benjamin. Oh, erinnere mich nicht daran. Aber ich muss noch... Schaut euch Bibi an, wie sie im Hintergrund dazu aber auch guckt. Schaut sie euch an. Schaut sie euch an. Ja, Benjamin, Otto, was macht ihr denn da schon wieder? Heute ist aber ein warmer Tag. Hallo? Ein bisschen sicherer sein. Sehr sass. Geht es, Otto? Ich denke schon. Hier, tu mal den Rüssel rein. So. Und jetzt rutsche ich einfach hinein. Und Florian im Hintergrund ist nur so, Bibi, was hörst du dir da wieder an? Bibi, was machst du? Bibi, ich bin verstört, Bibi. Oh. Kommst du? Ja, ich komme. Also, dass es so leicht geht, hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht, aber schön war's. Aber schön war's. Wisst ihr, Leute, ich hatte da noch was gefunden gehabt zu dem gleichen Thema. Soll ich eure Kindheit noch weiter zerstören? Ich google das nochmal. Nee, wartet mal, lasst mich mal in meiner History nachgucken. Ich hatte da nämlich nur... Hauptsache es war schön. Ich hatte noch was gefunden. Ja, bitte, ihr wollt noch mehr... Okay, wartet, lasst mich mal kurz in meine History schauen. Ich hatte nämlich nochmal gegoogelt. Fragt mich nicht, warum ich außerhalb des Streams gegoogelt habe. Bitte. Bitte. Wir stellen hier keine Fragen, warum. Ah, ich hab's gefunden. Okay, wartet. Jetzt, wo Sie sich nicht wehren können, darf ich Ihnen doch wohl einen Kuss auf Ihren schwarzen Rüssel drücken. Oh, das war aber sehr schön. Ich werde gerne von jungen Damen geküsst. Jetzt, wo Sie sich nicht wehren können, darf ich Ihnen doch wohl einen Kuss auf Ihren schwarzen Rüssel drücken. Oh, das war aber sehr schön. Das war aber sehr schön. Ich werde gerne von jungen Damen geküsst. Habt ihr es gehört? Benjamin wird gerne von jungen Damen geküsst. Habt ihr es gehört? Ja. Also so tickt die Luna sehr interessant. Ey! Hallo, Link. Guter Moment zum Reinkommen, ne? Ach, die Kara? Nee, die Kara. Keine Ahnung, wie die heißt. Ist die von Twitch. Er kennt mich nicht. Vor allem, ich hab gerade drauf. Hier, Agu schreibt, ach, die Kara. So. Oh mein Gott, Kara. Oh mein Gott. Du Agnus, ich seh dich da. Ich wollt's nur mal erwähnt haben. Du, ne? Ne? Agnus, ich seh dich da. Ja, du? Ja. Ich sehe dich da, ne? Wer könnte das nur geschrieben haben? Oh mein Gott, ihr kennt keine Ahnung, wie der heißt. Das ist die von Twitch Clips Germany. Weiß ich nicht. Jetzt eine runde Brille. Die sind aber bei Twitch Clips. Chat, das kann doch nicht sein. Wir müssen unsere Beziehung zu Gronkh vertiefen.
Quatsch. Wie klingt ihr Mikrofon an? Das hier ist meiner. Warum quietscht ihr da so? Der braucht mal ein bisschen WD-40, glaube ich. Entschuldigung. Das war... Nein, meiner hat nur einen Anhänger dran. Meiner hat einen Anhänger am Arm. Mikrofonarm ASMR. Meiner hat nur einen Anhänger dran, aber ihrer quietscht. Und das hier ist... Ich weiß gar nicht, was... Warte mal, was klingt denn hier noch? Ja, das ist nur der Anhänger. Das ist nur der Anhänger. Ja, ja, der Anhänger. Da ist ein Anhänger dran. Ich höre nur... Geh auch mal nebenbei. Was tust du? Oh, Leute, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich wollte das nicht. Okay, das könnte ich sein, deswegen würde ich sowas niemals machen. Niemals mit Leuten im gleichen Vicinity Stream. Niemals. Ich habe es euch schon mehrfach gesagt. Leute, wenn ihr ein Streamer seid, holt euch nicht noch eine und ihr ein Horrorspiel spielt. Spielt dieses Horrorspiel nur dann, wenn die andere Person, die mit euch zusammenlebt, nicht da ist. Weil wenn ihr euch dann erschreckt und eine andere Person da ist, ja, dann habt ihr aber richtig Pech gehabt, weil keine Ahnung, wer das ist und warum der in meiner Wohnung ist. Aber wenigstens könnt ihr hier und Tür abschießen. Ja, vielleicht Tür abschießen. Sie muss da sein. Nein. Also, ich finde, es wirkt optisch beeindruckender wegen dem Fatal Error. Das könnte sogar gehen. Schauen wir mal, wie sehr es kaputt geht. Also ein klassischer Jan-Fragezeichen? Nein. Ich frage schon noch manchmal nach. Und werf's dann über den Haufen. Oh mein Gott. Shit, Oh mein Gott. Wow. Was war das jetzt? Oh mein Gott. Zum 10K Jubiläum müssen wir irgendwie Emily dazu bekommen, dass sie auch mitmacht. Are you sure? Ich habe keine Ahnung. Alter. Das wäre so creepy gewesen. Chat, ich will nicht mehr, Bro. Ich kann nicht mehr. Ich hasse dieses Spiel. Nein! Okay, alte Spiel, Bro. Ich kann nicht mehr. Alte Spiel, Mann. Ja, deswegen spiele ich kein Outlast. Ja, aber ich war fast da. Da hat jemand Leute, sind das Arschlöcher. Oh, hätten mir meine Waffe geklaut, oder? Nee, da liegt eine Falle auf dir. Zwei sogar. Alter! Ui, ich dachte, ich hätte Entschärfen gedrückt. Ich dachte wirklich, ich hätte Schärfe. Hey, Schöckes! Ich war das nicht. Ich hab meine Blutung! Alter, ich hab Blutung Das sieht schmerzhaft aus, aber nur minimal schmerzhaft. Das könnte Luna sein. Was? Also ich habe dem Freund von meiner Schwester habe ich einen Velocode-Gutschein bekommen. Der sieht so aus. Warte mal, könnt ihr das sehen? Oh, das ist ja gespiegelt. What the fuck? Ja, natürlich. Das war nicht gespiegelt. Ich habe es nur falsch rumgehalten. Scheiße. Oh, Melon. Es ist aber ein sehr cuter Gutschein. Sehr, sehr cute. Digga, ist mir auch noch nie passiert. Are you sure that never happened to you? Are you really sure though? Are you sure though? Ist nichts passiert, Schatz. Gar nichts. Er ist einfach weg. Jetzt gibt es noch ein bisschen Metall zum Essen. Das ist wichtig. Das ist für den Eisen-Content und so, ne? Olli allein kochen lassen. Hätte Luna sein kann. Was? Ist eine Zuschauer mehr im. Oh.
jetzt sind Löffel mitkochen. Kann man auch essen. Ist das ein Point-and-Click? Okay, wenn wir hier die 30.000 Follower irgendwann voll haben, Chat, dann spiele ich gerne mit euch Bina und Pina. Wie heißt das? Das war doch uns im Dreh. Bina und Bina, nein. Bina, Bianca und Tina, nein. Oh mein Gott. Bibi und Tina, danke schön. I remember that was after a raid, nachdem wir Bibi und Tina gespielt haben. Bifi und Wiener, geil. Bina und Wiener. Ich brauche dringend immer noch eine Hülle für dieses Handy. Lass es nicht fallen, bitte, lass es nicht fallen, bitte. Lass es nicht fallen, bitte, lass es nicht fallen, bitte, 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 lass es nicht fallen. Bitte sei nicht kaputt, bitte sei nicht kaputt, bitte sei nicht kaputt, bitte das sei nicht kaputt. Das war nicht gut. Schwerkraft 1. Ich hoffe, es ist nicht kaputt. Benley, du wartest so lange, bis Gregor sein Büro verlässt. Gott sei Dank nicht ins Meer, ja, immerhin. Ich sage, Mission Impossible ist grüßen. Wo ist Stanleys Büro? Hallo? Das war ein fucking Joke mit Mission Impossible. Willst du mich verarschen? Ein kleines Problem an dem Clip. Ich habe noch nie Mission Impossible geschaut. I don't know what it relates to. Aber okay. I'm sorry, by the way, okay? Nun, wir gehen was essen. Alter, nicht einen doppelten. Alter, nein. Alter, nein. Warte. Why? Why though? Why? No! No! No, 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 no. Luna, bitte Mission Impossible schauen. Luna, es tut mir leid, ich hab keine Jugend gehabt, okay? Was verpasst du? I'm so sorry. Extra nur dafür, Luna, ja. Sehr comfy, das ist ein comfy Game, ja, ich merk schon. Da gibt's eine Szene, wo Tom sich abseilt in den Schacht, daher kommt der Insider. Ah. Da musst du es mal schauen, ich muss so viele Filme schauen. Mods, macht ihr eigentlich immer noch eine Liste, von was ich alles schauen muss? Hat meine Mutter ihren 50. Geburtstag gefeiert, deswegen habe ich mich so schick angezogen. Und schick bedeutet all pink. Deswegen rate my outfit. Bis hin zu den Socken, Freunde. Oh Gott, ich hoffe, sie hat sich nicht wehgetan. Auf jeden Fall, da gab es dann zum Beispiel auch so einen Kindergeburtstag, so, ne? Der wurde 13, hat so seine Freunde mitgenommen und ich habe halt ganz normal serviert. Ich habe auch schon Twitch gemacht, bin immer wieder zwischendurch, habe gemeint, ist bei Ihnen alles in Ordnung. Und dann macht die Mutter auf einmal, entschuldigen Sie, dass ich Sie jetzt mal fragen muss, aber mein Sohn hat gesagt, er kennt Sie. Darf ich mal fragen, woher man Sie kennt? Und dann, ich habe den Sohn so auflaufen lassen. Ich habe gesagt, wie alt ist denn ihr Sohn? Ah, 13. Dann habe ich sie angeguckt und habe gemeint, da fragen Sie ihn lieber mal selbst. Und dann habe ich diesen Tisch verlassen. Ich habe es einfach so wirken lassen, dass ich irgendwie Pornos drehe oder sowas. Also ganz ehrlich, es hätte eigentlich eher der Spruch gefehlt, so eher... Dann ist er eigentlich noch nicht alt genug dafür, mein Content zu konsumieren. Minus ein Follower. Den Blick von des Videos im Internet. Das Problem ist immer, wenn ich Leuten erkläre, was ich tue, ist meine Erklärung basically auch immer so, ja, also... Ich bin Content Creator im Internet. Ich mache Videos im Internet. Ja, ich habe auch zu meinem Vater gesagt, so, ja, ich mache Dinge im Internet und kriege dafür Geld. Ja. Zu einem Zeitpunkt dachte ich, das ist eine gute Erklärung für das, was ich mache. Jetzt so im Nachhinein, denke ich, war das vielleicht nicht die beste Erklärung für das, was ich hier tue.
Biologie nach Internet. Es war die Wahrheit. Der Blick. Ich habe telefoniert. Ich weiß nicht, wie er geschaut hat. Oh Gott! Schon wieder. Dive, was ist denn jetzt los? Das passiert in letzter Zeit öfter, ne? Ich hab meinen Huhn auf dem Kopf vergessen. Passiert, wenn man einen Huhn auf dem Kopf hat. Das vergisst man manchmal. Aber ich mag ihren Sturm, by the way. Is the pizza fine? Which pizza? Achso, the pizza? Ja, yeah, the pizza's probably fine. Nun erklärt nur ihre Zuschauer auf. Hab ich mal einen gemacht? Full blind. Ruhe, Chamber. Oh, ah! Gott. Yeah. Okay, das war gut. Also, ihr hört's ja alle. Das war sehr gut. Ja, ich weiß. Ja, und jetzt? What? Hat die Cam war kaputt? Ich dachte, er hat die ganze Zeit rausgeguckt. Die Cam war kaputt! Regen, super. Ich finde Gewitter gruselig. Das war ein Gewitter, würde ich mal sagen. Das war ein krasses Gewitter. Warte mal, in Kaffeebohnen ist das Koffein drin? Das heißt, wenn ich einfach Kaffeebohnen snacke. Ja, wo denn sonst? Ich hab irgendwie gedacht, die Kaffeemaschine, die... Nein. Nein. Die macht dann halt was damit. Ich hab nie drüber nachgedacht. Also wenn ich Kaffeebohnen sehe, ist das ein reiner Haufen aus Energie? Knie so. Auf so einer Größe sortiert! Das sieht so geil aus. Katze einfach riesig. Ich habe mich gerade auch gefragt, wie groß ist Katze? Wie groß ist Katze? How big is he? He looks so tall. I didn't imagine. Also, so, ich meine, 2 Meter! Wait, what? 1, 2, 9, what? Also, ja, ich wusste, er hat eine große Schuhgröße, aber ich wusste nicht, dass er so groß ist. Ich rate nur, er ist so groß wie Baloo. Ich weiß nicht, wie groß Baloo ist. 1,92. Ich wusste nicht, dass er so groß ist. Vergleich mal die Füße, ja. Ich sehe zwei Luna so. Ah, nein! Alter, I didn't know that. Stain ist über 1,96. Er ist 1,96. Alter, er ist so groß wie mein Stiefvati. Wie mein Vater. Er ist so groß wie mein Vater. Nicht 6 Lunas hoch. Ich weiß, wie groß 1,92 ist, weil mein Stiefvater ist so groß. Alter, das ist groß. Der benutzt sich als Ellenbogenschützer. Bitte was? Nein. Auf so einer Größe sortiert. Nein. Leider haben sie ihre Verabredung um 21 Uhr nicht eingehalten. Deswegen sprechen sie ihre Nachricht nach dem Piep. Piep. Hi Schlo, sorry, dass ich dich verpasst habe. Es lag daran, dass Chat mich abgelenkt hat. Also zuerst, ich wollte sofort Kleinanzeigen machen, aber dann kam irgendwie Frau Anti-Werbung auf und dann waren wir plötzlich in so einem Werbeloop drin. Und der Chat ist schuld. Wie du weißt, der Chat hat immer Schuld. Und ja. Ja, übrigens, ihr habt auch immer Schuld. Ihr habt daran Schuld, dass ich verdorben wurde. Ihr habt mich verdorben. Sorry, ruf mich zurück. Ich bin noch ein bisschen online. Und dann könnten wir... Da Ihre Nachricht zu lang war, kann diese leider nicht zugestellt werden. Die Nachricht wird jetzt gelöscht. Das warst du schon selber? Nein! Die Nachricht wird jetzt gelöscht. Aber das war doch ein Comedy-Bit, oder? Oder? Ihr seid schuld. Ja, natürlich seid ihr schuld. Der Chat ist schuld, gilt nicht für VTuber.
Bitte, was? Warum soll das nicht für VTuber? Schieb uns, doch, ich schieb euch das in die Schuhe. Ich schieb euch alles in die Schuhe. Wisst ihr, bevor ich angefangen habe zu streamen, hatte ich nicht solche Gedanken. Und dann habe ich angefangen zu streamen und dann sehe ich plötzlich so, ja, Otto, das war schön. Kurz war es, aber schön. Ja, natürlich. Bevor ich angefangen habe mit streamen, habe ich sowas nicht gedacht, okay? Das war, glaube ich, im Call. Ah. Du warst schon immer verdorben. Nein! Ihr wart... Nein, es ist alles eure Schuld. Es ist alles eure Schuld. I tell you, it's all... Nein. Damit hast du angefangen. Nein, erst seit ich euch kenne, bin ich so. Erst seit ich euch kenne, bin ich so. Können wir ja nichts dafür, dass du einfach so beeinflussbar bist. Nein! Sagen sie alle, der böse Chat. Ja, du hast nur den Raum gefunden, deine Verdorbenheit auszuleben. Frechheit. Nee, nur wegen euch bin ich so geworden. Und Dankeschön für den Follow. Ihr seid alle schuld. Ihr Chat ist immer schuld. Ihr könnt es gerne. Ich kann euch das Sound-Download machen. Chat ist immer schuld. Glaube ich dir. Ist immer in der Twitch-Chat. Siehst du? Dankeschön, Sarin. Dankeschön. Holt doch nicht eure unnötigen Reverse-Karten raus. Ich habe keine, die ich euch geben kann. Frechheit. Aha, und von wem kam bitte das mit Benjamin und Otto 18-Plus-Version? Ich kannte das vorher nicht. Ja, klar, kanntest du das vorher nicht. Schieben wir es auf TikTok. Okay, gut, wir können es auch auf TikTok schieben. Wir machen es einfach wie Fluffy. Wir schieben es einfach alles auf TikTok. Luna ist selber schon frech. Holt nicht alle eure Uno-Reverse-Karten. Warum holt ihr jetzt alle eure Uno-Reverse-Karten raus? Ich habe kein Uno-Spiel hier. Das ist gemein. Nein, stop it. Ich kann nicht zu meiner Mutti rüber und mein Uno-Spiel holen. Nein, stop. Frechheit. Ich habe kein Uno-Spiel hier. Ich kann euch ja noch niemandem ohne Reverse-Karte zeigen. Ich google jetzt im Universum. Warte. Frechheit. Absolute Frechheit. Absolute Frechheit. So, wisst ihr was? Wisst ihr was? Da. Ohne Reverse-Karte. Pech! Die ist sogar pink, das heißt, sie ist mehr effektiv als eure. Okay, eure ist Regenbogenfarben. Mist. Die zählt. Die zählt. Ich habe 5 Set Unos. Frechheit. Nee, danke für deinen 2. Monat. Ganz viel Spaß heute mit den Emotes. Das ist jetzt so wirklich eine Abo-Falle. Willkommen. Thank you so much. Viel Spaß mit den Emotes. Du hast creepige Cringe-Videos. Was? What? Das Feld war fruchtbar, auf dem das Samen fiel. Der Samen fiel. Nein! Stop it! Ich bin nicht zweideutig! Echt? Bin ich? Nein! Ich denke nicht zweideutig! Nein! Ich denke nicht zweideutig! Nein! Nein! Gehören! Nein! Gucken uns weiter diese Folge an, deswegen 100%. Nein! Wenn der Chat schuld ist, ist er aber auch immer recht. Und wenn wir sagen, du bist schuld, dann hat er recht. Nein, du die zwei. Ihr seid gemein. Du denkst eindeutig zweideutig. Verleugnungsphase eindeutig. Guck uns jetzt weiter an. Was ist mit Kitten? Ja, da war so ein Sechanismus, der hat so gepiept. Der lag auf einer der Taschen drauf. Ein was, Kito? Ein Sechanismus. Ein was? Ein Sechanismus? Kitten-Nummer! Mechanismus! Oh! Sechanismus. Das war wieder ein sehr guter Versprecher. Sechanismus. Hey. Yeah, Party. Oh, der war ja erbärmlich! Oh Gott, der war ja so erbärmlich! Oh Gott, war das peinlich! Da brauchst du einen großen wie ich. Der ordentlich knallt und dann auch ganz viel rausspritzt, so. Nicht so was Kleines, damit kannst du doch gar nicht umgehen, damit kann... Penis! Oder wenn wir über einen Schwanz reden, dann kann es auch ein fluffiger mit Monden sein. Aber ich glaube, wir reden nicht über einen Schwanz, oder? Sorry. Na, das ist so ein Mechanism. Mecha.
Mechanism. Heißt das Mechanism? Mechanism. Ein Sechanismus. Ja, Mechanism. Das kommt halt vom Mechanism. Hä, Z, wie heißt das? Mechanism. Sechanismus? Mechanism? Es ist mein Mechanism. Hä? Das klingt falsch! Das ist ein Mechanismus. Mechanismus! Ja. Oh, ach so. Das war's. Exactly! Geil. Das war ein sehr guter Zusammenstück. Oh, das ist die Adam-Kurve hier. Die gehen ja voll ab. Hallo! Ich habe meine Kurve gefunden, also alle anderen auch nett, wenn ihr das gerade irgendwie im VOD nochmal nachguckt oder so. Alle nett, alles geile Bereiche hier. Aber das ist irgendwie, ich gucke einmal hin, ja, hallo Adam! Hallo! War schon nice. Das Restaurant war mitten in der Innenstadt. Irgendwann habe ich den Tiefgaragenschlüssel bekommen und hatte immer einen kostenlosen Parkplatz. Das war der Hammer. Als er dann das Restaurant geschlossen hat, dann habe ich ihm gesagt, ja, kannst du mir nicht den Tiefgaragenschlüssel einfach schenken? Da hat er gesagt, Sonja, wenn du mit mir einmal fixst, dann du bekommst von mir die Tiefgaragenschlüssel. Und jetzt habe ich den Tiefgaragenschlüssel. Du... Wait, what? Flittchen! Wait, what? Das war's. Er hat ein bisschen kleine Speckbäckchen, aber es ist niedlich. So, und dann werde ich ihn abstechen. Was? Diebstahl, let's go. Ja, eben. An was habt ihr denn gedacht? Ich bin mir sicher, sie hat ihn einfach geklaut und behalten. Ich möchte eigentlich so einen Wrestling-Charakter von Toro. Toro, mach mir einen Wrestling-Charakter. Ich will einen Einlauf. Clippy kriegt einen Wrestler und wo ist mein Einlauf? Ja, Micha, ich weiß es nicht. Ich bin immer noch der Meinung, wir sollten auch ein paar VTuber gegeneinander antreten lassen. Wir sollten eindeutig ein paar VTuber gegeneinander antreten lassen. Imagine, dadurch, dass VTuber halt oftmals noch so Attribute wie einen Schwanz haben, haben sie viel mehr Möglichkeiten, jemanden auf den Deckel zu geben. Überlegt euch das. Überlegt euch das. Schwanzbattle, genau. Ich bin jetzt gerade echt ein bisschen... Oh Gott, das wird ultra köstlich. Nein! Wird es nicht! So. Kein Wrestler, auch einen kein Follow. Aber das darf man nicht auf Twitch zeigen, wenn man da battelt. Also haben sie alle Näschen dafür. Erst rede ich über Caro, schwupps ist sie da. Dann reden wir über Nadine, schwupps ist sie da. Gronkh ist ein ganz toller. Also ich finde wirklich, also Gronkhs Stream, Gronkh. Ja, so mache ich das auch. Damit beschwört man Leute herauf. Das ist so, ihr müsst es einfach vor eurem inneren Auge sehen und euch, wie heißt das? Wir müssen es heraufbeschwören. Es wird dann einfach zu so einem Chant, so Gronkh, Gronkh, Gronkh. Oder wen könnte man noch machen? Shailili. Genau so würde das funktionieren. Mhm. Ich habe zumindest mal gehört. Projizieren! Genau! Bei dem Freuds klappt das aber nicht. Ich glaube auch nicht, dass das klappt. Hallo, Gesalus. Versuch es wert, oder? Manifestieren, yes. Das F in Cesaria steht für Freude, Vielseitigkeit. Warte, das was steht? Das F? Das F. Cesaria steht für Freude, Vielseitigkeit. Okay, der hat kurz gedauert. Das ist das Problem, wenn man F und V öfters mal verwechselt. Der hat ganz kurz gedauert, ihn selbst zu realisieren. Yep. Ich treffe keinen einzigen. Geil. Der ist schon drei? Was? Ich verliere doch hier keine 10 Dollar, nur weil ich keinen Aim habe. Wo sind wir denn hier? Alter, so würde ich das auch machen. So gewinnt man also Wettkämpfe. Das ist richtig smart. Machen willst, oder?
Also hier zwischenschießen kriegst du doch hin, oder? $10 sind $10, ja. Ah, oh, voll in die Fresse, ist das dein Ernst? Ich wollte sehr viel tiefer. What? Oh. Ja, warum ist diese Folge so sassy? Die Frauen. Ach nee, Chang. Ach nee. No. Sind wir wieder in so einer Phase angekommen? Lass mich doch noch mal ein Feld zu Ende machen. Danach gebe ich dir Aufmerksamkeit. Versprochen. Versprochen. Ich will unbedingt immer noch meine Katze. Ich will immer noch eine Katze. Kannst du mich immer bitte... Ach. Okay, neue irgendwann. Klamotten kaufen. So, was kaufen wir uns? Was kommt bei Frauen gut an? Wenn du Klamotten anhast und du nicht riechst und die Klamotten einigermaßen presentable sind. Das sind so zumindest die Standards, die ich hätte. Ja, der Kopf und die Arme. Ja. Ja. Kann man mal machen. Guter Bart auf alle Fälle. Okay. Ich finde, ich sehe schon perfekt aus. Ich glaube, da ist gar nicht mehr viel Potenzial zum Verbessern. Ist ein Sweet Guy. Eine Hochzeit war um 10:30 mal vorbei. Lag daran, dass der Bräutigam gedacht hat, es ist voll die gute Idee, auf seiner Hochzeit die Trauzeuge zu ficken. Ich habe ein Kabel gebraucht. Ich gehe hinten in den Raum, ich mache die Tür auf. Cases sind so rollbare Kisten, wo wir unsere Technik reinpacken. Nein. So, ich mache die Tür auf, da steht da der Bräutigam und nimmt erstmal schön die alte Hops. Ich denke, okay, Bruder, nicht meine Baustelle. Alles klar, ich müsste aber trotzdem einmal an das Kabel. Ist wirklich wichtig. Also, ihr könnt ja noch ein bisschen Rambazamba, aber ich muss echt ein Kabel haben, Bruder. Ist wichtig, ne? So, habe ich das Kabel genommen. Problem war, die Tür war auf. In dem Moment kommt die Braut vorbei. Gott sei Dank kam die freaking Braut vorbei. Würde ich an der Stelle mal sagen. Alter, was zum Teufel? What the hell? Warum sind Menschen so? So, okay, wenn du eine offene Beziehung hast, ist doch geil, aber dann kommunizier das doch mit deinem Partner. Ich glaube, die Ehe war nicht lange. Ja, das glaube ich auch nicht. Kann man die dann noch annullieren lassen, wenn das so ganz kurz danach ist? Trauung fiel bestimmt aus, das war nach der Trauung, wenn ich das richtig verstanden habe, weil das ist 11 Uhr noch was vorbei gewesen. Warum er die Trauzeugin geheiratet hat. Ja, das ist ja so die Sache. So, wenn du eine offene Beziehung haben möchtest, ist doch geil, aber dann besprecht es doch mit deinem Partner. Come on. Sorry, das muss halt mal sein. Das klang halt wie auf der Afterparty, ja, deswegen. Wenigstens wurde sie von dem Typen bewahrt. Ja. Das war ein Stein. Steine können wehtun. Haben wir gerade wieder mal gesehen. Na, oh. Ich wollte gerade sagen, na, nicht so süß. Hey Siri, stelle einen Timer auf kurz. Für welche Dauer? Kurz. Für welche Dauer? Kurz. Für welche Dauer? Kurz. Für welche Dauer? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht für wie lange. Ich brauche einen kurzen Timer. In dem Rezept steht kurz. Das heißt, ich frage dich, wie lange ist kurz, Siri? Es gibt keinen aktiven Timer. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Benjamin Witzka. Stopp, ich habe gerade was gelesen. So eine halbe Benjamin Blümchen-Torte, fast komplett selbst gefuttert, wird eine wunderschöne Nacht. Warum hat er nicht die komplette gegessen? Ja. Eine komplette wäre es. Hallo, bist du zu einer Stelle, wo wir bumsen können? Ihre Ziele ja, gerade da hinten ist eine kleine Ecke, da könnte erreichen. Unsere Mentorinnen und Mentoren hören ihnen zu, geben Orientierung und begleiten durch ihr ganzes Studium, damit sie am Ende genau da... Was? Was ist denn das für eine... Da hinten ist eine kleine Ecke, da könnte erreichen. Unsere Mentorinnen und Mentoren hören ihnen zu, geben Orientierung und begleiten durch ihr ganzes Studium, damit... Ich glaube, da geht es ums Chemiestudium. So fröhlich schaut man im Labor
So, okay, ich kann euch was übers... So fröhlich. Würdet ihr niemals ins Labor kommen. Und noch was anderes. Noch was anderes. Die haben in einem Labor keinen Kittel an und keine Schutzbrille. Wenn die so in das Labor kommen würden... Wenn die so in das Labor kommen würden, wisst ihr, was für einen großen, also in einem Chemielabor, was für einen großen, großen Anschluss die sich anhören dürften? In einem Biochemielabor ist es was anderes. In einem Chemielabor, wenn du so reinkommst, dann bist du nicht mehr so fröhlich. Niemals. Aber das sind ja keine Handwerker, das sind Chemiker, Möker. Da wird Luna fuchsig ohne Kittel. Nee, ich finde Kittel auch jetzt nicht so dramatisch. Einfach als Biochemiker, weil, keine Ahnung, wir hantieren nicht mit irgendwelchen krassen Substanzen teilweise. Aber das ist ein Chemielabor. Das ist eindeutig kein Biochemielabor. Kommt drauf an, dass du Dämpfe in der Luft sind. Oh, oh mein Gott, ich muss euch noch eine Geschichte erzählen, die ich gelesen habe in meinem Lehrbuch. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, es tut mir sehr leid, dass ich jetzt gerade ganz kurz abschweifen muss, aber ich muss euch das erzählen. Es gab ein Labor, ein Biochemielabor. Das war ungefähr in den 60ern, glaube ich. Oder war es früher? Ich glaube, es war sogar noch ein bisschen früher. Da war so ein Typ, dessen Doktoranden haben LSD gemacht. In seinem Labor. Okay, das ist erstmal die Ausgangssituation. Natürlich, dadurch, dass es seine Doktoranden waren, wurde er vor Gericht gezogen. Und er hat gesagt, ja, ich wusste das nicht. Ich wusste das nicht. Und die so, ja, aber sie sind halt verantwortlich, you know. Also, und sie wussten das sicherlich. Ist er halt in den Knast gekommen, ne? Nachdem er aus dem Knast gekommen ist, hatte die Anwälte... Die Anwälte und seine Kollegen mit Schokolade begeistern wollen, die vergiftet war. Und hat den vergiftete Schokolade geschickt. Dabei ist zum Glück niemand gestorben, aber er kam offensichtlich wieder ins Gefängnis. Und das stand in meinem Lehrbuch drin. Und ich hab das so gelesen, ich so, ja, gutes Lehrbuch, gutes Lehrbuch, sehr gutes Lehrbuch. Also das, by the way, das Lehrbuch ist wirklich gut geschrieben. Es ist wirklich gut geschrieben, jetzt mal no cap hier, aber ja, Feuerzangenbowle, ja, so ein bisschen, ja, genau, so ein bisschen. Und Mentoren hören ihnen zu. Das ist mir nur gerade eingefallen wieder. Rache ist Blutdruck oder so, ja, scheinbar. Du geben Orientierung und die gehen jetzt durch bumsen. Ganzes Studium. Der ist mir übrigens viel zu glücklich für einen Chemieprofessor. Genau da. Was sind die häufigsten Fragen während deines Streams? Kannst du Uvo sagen? Also nicht die häufigste Frage während deines Streams. Das ist so, ist das wirklich dann? Okay, nee, warte mal. Was ist die häufigste Frage während meines Streams? Kannst du Arabinose sagen? Ja, genau das. Was ist das denn? Das ist so ein, das, ich weiß nicht, irgendwie ist das so ein richtiger Trend. Uhu-Fragen? Was ist denn das? Kannst du mal Uvo sagen? Ehrlich gesagt bin ich so gut da drin. Ich kann's machen. Uhu? Oh ja, ich hab's nicht. Uhu? Okay, hier. Aber wenn man Uhu sagt, dann muss man auch schon... I'm super kawaii, I'm a furry little puck. I love to stream for hours because gaming is my drug. Play all day and night, my viewers just can't get enough. Must be my lucky day because they just secured a job. Das müsst ihr dann schon so machen, ne? Es ist, also, wenn, dann muss schon der Uhu-Song kommen. Wieso bin ich denn so? Außerdem ist Uvo viel cuter. Wenigstens drei Tage da sein muss. Ja. Du bist zum Start zurückgegangen. Höre Gewalt, kannst du da nichts für. Ich würde es versuchen, irgendwie. Nein! Nein. Geben kann, wo man will. The pain!
Also ist Freiheitsberaubung und Mord auch in Ordnung, nur weil man relativ frei mit seinem Geld umgehen können sollte? Diese Taten verhindert ein Staat mitunter. Ich gebe auf. Ich bin raus. Ihr seid alle Machoristen. Ich hasse das Wort auch, no worries. Ihr seid Mayonnaise. Ihr seid Macher. Oder so. Hoch die Hände, Wochenende. Ich glaube, das hat sie auch gekillt, bin mir nicht sicher. Oh. Hab meine Gratis-Bits noch nicht bekommen von Twitch. Ja, genau, denn es gibt manchmal Gratis-Bits. Beides! Warte, was? Durch eine Etage tiefer durchgedrückt. Geh dorthin und blubber seinen Bauch. Blubber seinen Bauch? Macht man das nicht nur bei Kindern? Alles klar. Okay, warte. Oder bin ich die Einzige, wo die Eltern das gemacht haben? Ich hinterfrage gerade alles. Josa ist sicher ein großes Kind. Das sollten wir ihm aber nicht sagen, Nitrogen. Das sollten wir ihm aber nicht sagen. Eltern immer. Okay, gut, gut, gut. Ich bin nicht der Einzige, wo das gemacht wurde. Okay, okay. Okay. Hallo! Wir live im Stream. Wir haben die Polizei hier. Hallo! Ja, kann sie! Warum war die Polizei da? Ich habe Fragen, ich habe sehr viele Fragen. Warum war die Polizei da? Was haben sie gemacht? Warum sind die Polizisten so, oh, yo, hi, stream, geil, nice, swatting, I guess? Ich glaube nicht swatting, dann wären die da ganz anders reingekommen. Fragen wir uns auch alle. Ich bin sehr verwirrt, same. Weil sie Valorant? Wegen Valorant? What? Hat sie vielleicht zu viel geschrien? Stirb! Das wäre nicht gut, weil dann würden meine Nachbarn auch irgendwann die Polizei rufen. Verwandte, vermute ich? Das könnte auch sein. Deutsches Swatting ist nicht so schlimm. Hier kommen die nett rein. Geratzt ja wegen Raubkopien von Valorant. Raubkopien? Auch gerade zu machen, damit ich die vollen... Aber ich hätte nicht so reagiert. Also sie würde ja nicht so... Ha! Hi, Polizei! Also wenn das ein Swatting wäre, würde sie ja nicht so reagieren. So... Ha! Haha, hallo, hier ist die Polizei. Ha, funny. Well. Punkte sozusagen bekommen jeweils. Oh mein Gott, Ben, man kann die nackt machen und dann kann man die Vulva aussuchen? Ja. Oh mein Gott! Darf sie das auf Twitch zeigen? What the hell? Alter, lass mal lieber. Also, lass mal lieber. Nee? Was macht er denn da noch? Nee, geht gar nichts, okay. Yeah. Oh, oh, oh. Lass mal lieber überspringen, bevor das... Was zum Teufel passiert hier? Lass mal lieber überspringen, bevor es nochmal... Oh, das Second Amendment. Oh, oh, sorry. Oh, das tut mir leid, das ist mir so rausgerutscht. Okay. Nächste Frage wäre, was würdest du tun, wenn du nicht streamen würdest? Wahrscheinlich programmieren. Also wie gesagt, ich habe Informatik halt studiert und... Wahrscheinlich was würde ich tun, wenn ich nicht streamen würde? Ich würde in einer Ecke liegen und heulen, weil ich einfach zu outgeburnt bin von meinem Studium. Das klingt jetzt trauriger, als es ist, aber... Okay, es ist traurig. Wir reden nicht darüber. Dankeschön für den Follow. Dann ja, irgendwelche Sachen programmieren. Okay. Ich wäre wieder, Warte, wie heißt mein Job? Was? Vergessen! Luki! Oh mein Gott! Oh mein Gott, nein! Ich bin irgendwo hingetappt! Nein! Oh no! Nee, ich war so gut! Das würde mir immer passieren. Ich tappe so oft auszusehen aus den Spielen raus. Pain. Wieso nur okay? Größter Pain. Das ist nicht immer schön mit Familie und so weiter Kinder zu machen? Warte, was?
Du, ich kann dir da ein paar Dinge erzählen über Erbkrankheiten, wenn du möchtest. Also und über die Auswirkungen davon. Und also ich kann dir das erzählen. Sweet Home Alabama. Sweet Home Alabama. ADHS-Tabletten, was tun die? Die bringen meine Gedanken wieder zum. Was ist denn hier los? Ach, jetzt, okay. Die bringen meine Tabletten wieder dazu, normal zu sein. Mein Gehirn will gerade nicht verarbeiten, was passiert. Warte, was? Nee, was habe ich jetzt gesagt? Die bringen meine Tabletten wieder dazu, normal zu sein. Meine Gedanken! Wer braucht schon normale Gedanken? Gedanken können? Hä? Ich liebe es, dass meine Gedanken so hin und her springen. Also ich meine, okay, es gibt genügend Leute, die das nicht mögen, aber mit den Leuten befasse ich mich halt einfach nicht im echten Leben. Weil die Leute, die dann so sind, ja, warum wechselst du denn hier schon das zweite Mal in drei Minuten das Thema? Nee, warte, das dritte Mal in zwei Minuten das Thema. Die können mir gestohlen bleiben. Das ist mir egal. In ehemals leuchtenden Farben, die Brücken geöffnet, die Tore waren weit, die Burg, sie war stolz und erhaben. Er kann ja eigentlich nicht, er muss doch jetzt die... Das war schön. Das war Welt sehr retten. Schön. Oh, wie süß sie ist. Sie ist so süß. She's really cute, actually. Hier hätte ich gerne Porn. Ginger? What? Das hätte ich vielleicht nicht laut sagen sollen, upsie. Hallo, Februar, März, April. Mai, Juni, Juli. So mache ich das, by the way, auch. August, September, Oktober, November, Dezember. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli. August, September, Oktober, November, Dezember. Ja. Ich habe 10 Finger. Ja. Und das Jahr hat 12 Monate. Ja. Und wenn ich mit Dezember fertig bin, habe ich noch 2 Finger übrig. Warte, was? Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Naja, der Daumen! Der Daumen! Der Daumen! Irgendwas stimmt entweder mit meinen Händen oder mit dem Jahr nicht. Oh nein! Ein Glas. Dankeschön, guck mal, das von Maeve! Eintrinken. Hallo, Chat. Dankeschön. Paris Cola. Schnäggi. Ich darf Cola trinken, ihr Vieh. Dankeschön. Noch ein Schnäggi. Dankeschön. Und für deinen Durchfall. Boah, kann ich hier einfach über den Kreisverkehr drüber fahren? Ja, Geronimo! Oh Gott. Giga! Ganz normale Physik wieder. Gute Idee. Das Fahrzeug ist aus der Spur geraten. Nennen wir es so. Ganz normale Physik. Also, der ist von Kami. Oh mein Gott, sind das Dino-Nagi-Kuscheltiere? Der ist Melly. Alter! Ich weiß bloß nicht, was hier gerade passiert. Was passiert aber da am Rand? Ich bin gar nicht sauer auf Phoebe, weil ich frage mich auch, wie die schmecken. Was passiert? Was passiert mit meiner Cam? Ich hab keine... Was zum Teufel? Tschüss! Wir sehen uns. Okay. Da 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 da
Folge 216 von Twitch Clips Germany. Schaut doch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Twitch Clips Germany Zeit. Oder abonniert oder drückt die Glocke oder subscribe. Nee, warte, subscribe oder abonnieren ist das gleiche. Egal, drückt die Glocke, drückt den Like-Button, kommentiert oder schaut euch noch ein React an oder schaut euch die Ankunft-Folge an oder geht ins Bett und schlafen. Schlafen ist immer gut. Also von daher, Dankeschön für die Folge und bye-bye. Es schmeckt nach Ananas. Es schmeckt nach Ananas. Es schmeckt nach Ananas und ist radioaktiv. Es schmeckt nach Ananas. Es schmeckt nach Ananas. Es schmeckt nach Ananas und ist radioaktiv.